Du warst ja auch beim Austausch in China dabei. Erzähl doch mal so ein bisschen, was dir am besten gefallen hat und an was du dich am meisten erinnerst, was so dein Top-Erlebnis war bei dem Austausch. Also sagen wir es so, wir waren ja die erste Woche bei einer Gastfamilie, und aber insgesamt hat mir eigentlich diese Gemeinschaft gefallen, die da überall geherrscht hat. Also weil wir einfach, es waren so viele fremde Leute, also auch von den Gastfamilien und so, und das war einfach dann so eine gute Gemeinschaft, die sich da rausgebildet hat, und das war eigentlich das Beste. Davor kann ich zum Beispiel auch die Leute, die dabei waren, überhaupt nicht, und mittlerweile kenne ich sie relativ gut. Okay, was ist denn jetzt so kulturell oder landschaftlich irgendwas dabei, was dir noch besonders in Erinnerung bleibt? Also ich habe ja viele Teile von China schon mal gesehen, aber also die, zum Beispiel die verbotene Stadt in Peking, finde ich eigentlich immer noch am besten. Und ja. Okay, wie du gerade gesagt hast, du warst ja schon mal in China. Erzähl doch mal darüber ein bisschen. Also ich habe vor einem Jahr bin ich nach Deutschland gekommen. Davor habe ich die 4 Jahre in Shanghai gewohnt. Das ist eine Stadt von ca. 26 Millionen Einwohnern in China. Und da habe ich bei meinem Vater gewohnt, seit ich 12 bin, und da habe ich halt auch schon Rundreisen gemacht, deswegen kann ich mich da relativ gut aus. Okay, erzähl doch mal so ein bisschen den Unterschied, so als wenn man jetzt so als Besucher in China ist und dazu, wenn man da wohnt. Also wenn man da wohnt, dann sieht man eigentlich nicht so viel von den Hintergründen sofort, weil man ist einfach in dieses alltägliche Leben integriert. Und sobald man aber als Tourist rumreist, dann sieht man eigentlich das, was alle Touristen sehen. Aber sobald man Bewohner ist, dann lernt man mittlerweile das richtige China kennen, die richtigen, also wie die Menschen ticken und so. Also man weiß, wie was geht. Und das kann man als Tourist einfach nicht nachvollziehen, weil viele empfinden China, wenn sie das davon hören oder so, gleich als schreckliches Land. Aber wenn man da lebt, dann lernt man es zu lieben. Okay, dann erzähl doch noch mal ein bisschen zu den Kulturunterschieden von Deutschland und China. Also sagen wir so, in China, was total schlimm ist, ist, dass die Chinesen nicht gerne Nein sagen. Das heißt, selbst wenn die Chinesen nicht wissen, wo es hingeht, beziehungsweise was sie machen sollen, sagen sie einfach Ja, also sie wissen es. Und das ist einfach total schrecklich, vor allem, wenn man auf sie angewiesen ist, zum Beispiel beim Taxi sitzt oder sonst irgendwas. Und da ist halt das Deutsche viel besser, genauso wie mit der Pünktlichkeit, weil Chinesen sind einfach relativ unpünktlich und bei denen ist alles so wischiwaschi. Okay, kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich nervig sein kann, wenn man irgendwo landet, wenn der Taxifahrer nicht weiß, wo das eigentlich ist. Okay, dann vielen Dank für das Interview und ja.